Vermisste nach Brückeneinsturz in Baltimore. Im Hafen der US-Ostküstenstadt suchen Rettungskräfte weiter nach mehreren Personen. Zwei Menschen wurden aus dem Wasser gerettet. In der Nacht war ein Containerschiff gegen eine Autobahnbrücke gerammt. Das Bauwerk stürzte größtenteils ein. Tarifeinigung bei der Bahn. Die wöchentliche Arbeitszeit für Beschäftigte im Schichtdienst wird bis 2029 schrittweise auf 35 Stunden abgesenkt, bei vollem Lohnausgleich. Bezahlte Mehrarbeit ist möglich. Außerdem bekommen die Beschäftigten in zwei Schritten insgesamt 420 Euro mehr pro Monat und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.850 Euro. Grenzkontrollen zur Fußball-EM. Diese vorübergehende Maßnahme kündigte Bundesinnenministerin Faeser an. Mögliche Gewalttäter sollten so an der Einreise gehindert werden, sagte sie der Rheinischen Post. Im Fokus stehe der Schutz vor islamistischen Terroristen. Die Europameisterschaft startet am 14. Juni. Gewalt bei Bauernprotesten. Während die EU-Landwirtschaftsminister weitere Entlastungen für Bauern auf den Weg gebracht haben, ist es am Rande einer Demonstration im Brüsseler Europaviertel zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Zwei Polizisten wurden verletzt. Familienangehörige und Anhänger erweisen totem Kreml-Kritiker erneut letzte Ehre. Nawalnys Mutter und Schwiegermutter legten Kränze am Grab in Moskau nieder. Nach dem Glauben orthodoxer Christen verlässt die Seele eines Verstorbenen am 40. Tag nach dessen Tod die Erde. Das Wetter. Morgen meist freundlich im Nordosten, bis zum Abend viel Sonne, sonst von Westen sich ausbreitende dichte Wolken mit Regen, 7 bis 21 Grad.